Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Tom, du musst leiser sein. Ja, das war fast gerade. Ach, du Dummkopf, du. Komm weiter schnell. Ich bin kein Dummkopf. Lotta, was war denn das? Ich glaube, Jungsalarm. Ja, lass uns schnell nachschauen. Ich glaube auch, die Jungs, die wollen sich einen falschen Trick spielen. Oh nein, die Mädchen haben es gehört. Ja, auf den Boden, schnell. Da hast du dich getäuscht. Da ist keiner zum Sehen. Nicht weit und breit. Komm nicht in mein Gesicht schlagen. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Dann kann man weiter über die Jungs reden. Aber jetzt sag mal, Lotta, wie ist denn das mit dir und dem Tom? Habt ihr euch jetzt eigentlich gern oder nicht? Ja, ich weiß nicht, der Tom. Also für mich hat er auch schon einmal einen Rock gestohlen im Einkaufszentrum. Was? Einen Rock? Aber das ist ja ein Verbrecher. Nein, das war doch nur einmal. Er macht's nie mehr, hat er versprochen. Ja, das sagen die alle. Was war denn das schon wieder? Oje, Tom, wir wurden entdeckt. Lauf, Tom, lauf! Jungs, lauf, Tom. Schnell, Tom, Mann, du bist so blöd. Weg, Jungs, weg! Jetzt haben wir euch gleich! Ja, meine Kinder, was ist hier los? Was soll denn der Drache ihrem Modell? Aber Frau Lehrerin, Frau Madame Butterfly, die Jungs haben reingespechtelt bei uns im Zimmer. Sag was, Marie. Ja, das stimmt. Die haben uns belauscht. Oh Jungs, wo wollt ihr denn hin? Jetzt tun die so, als würden sie schlafen. Madame Butterfly, die schlafen gar nicht. Hey, aufwachen. Oh Jungs, was ist denn hier los? Welches Recht haben Sie, uns aufzuwecken, Madame Butterfly? Nein, seid ruhige Jungs. Wenn ich spreche, habt ihr euren Mund zu halten. Also, die Mädchen haben gesagt, dass ihr hier drüben geschnüffelt habt und euren sie belauscht habt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Madame Butterfly, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nur hier gesessen und ein Bier getrunken. Wir haben nichts gemacht, Madame Butterfly. Ihr habt ein Bier getrunken? Was? Aus der Minibar? Mon Dieu, ich muss sofort zur Rezeption. Wieso ist Bier im Kinderzimmer? Das war doch nur ein Spaß. Na gut, wollen wir doch. Wir waren die ganze Zeit hier im Zimmer Madame, das stimmt nicht. Ja, ich habe sie gesehen. Das war wahrscheinlich der Kern. Kevin und Kern, sag doch mal was. Also die Jungs, die waren die ganze Zeit hier bei mir. Bei uns sind wir haben die ganze Zeit schön gelacht und gespielt. Das ist gelogen, Kern. Und Fernsehen geschaut zusammen. Sie sind gerade eingeschlafen. Madame Butterfly, das ist nicht fair von dir. Du bekommst keinen Muffin mehr von mir, das sage ich dir. Das ist gelogen. Haben Sie, Madame Butterfly. Kevin, sag du was. Also, die zwei Jungs waren nicht hier. Aber Kevin, ja, was Kevin, redest du da für einen Blödsinn? Sag nur die Wahrheit. Ja, Kevin, sag die Wahrheit, dann kriegst du auch einen schönen Muffin von mir. Also, das ist Bestechung! Nein, ist es nicht, sei ruhig jetzt. Also, die Jungs waren nicht die ganze Zeit hier. Sie sind nicht bei mir gewesen, haben mir Gesellschaft geleistet. Sie waren erst draußen am Gang und haben Mädchen beobachtet, haben sie gesagt. Und sind dran reingekommen und haben sie schlafen gestellt. Warum, weiß ich nicht. Mit mir haben sie kein einziges Wort geredet. Oh mon Dieu, Kevin, darüber sprechen aber wir noch später. Sie werden doch so, meine Jungs, jetzt haltet euren Mund, bitte. Über diese Angelegenheit sprechen wir später. Sie jetzt glauben doch einem psychisch kranken Menschen auf ihn einfach so, dass es wieder... Wenn du jetzt nicht deinen Mund haltest, dann bekommst du Hausarrest und darfst nicht mitgehen zum Vergnügungspark. Es ist jetzt 15 Uhr, der Herr Direktor wartet unten schon auf uns. Mann. Also los, meine Kinder, das besprechen wir ein andermal.